So, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing meinerseits. Ich bin immer noch der Master Zyper und heute unboxen wir so, das ist richtig so, dieses Mundspülungs-Etwas. Also, das ist eine ganz einfache Mundspülung und im Hintergrund sehe ich, habe ich gerade noch ein Video rendert. Ich konnte es gerade nicht minimieren, also es tut mir höllisch leid. Aber dafür können wir uns jetzt diese Mundspülung angucken. Ja, Vorderseite seht ihr das. Die anderen Seiten sind clear. Und auf der Rückseite steht Portable Oral Irrigator. Und alles, was das Gerät so kann. Und natürlich Shenzhen. Und Shenzhen, unsere Lieblingsstadt, steht wieder drauf. Ich mag Shenzhen. Ich werde da mal irgendwann hinfahren. Dann besuche ich alle unsere Zulieferer hier. Das ist schön. Das wird ein schöner Tag. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta. Okay, das ist leere Pappe. Riecht wieder schön nach China. Dann haben wir hier so ein Teil. Dann haben wir hier. Oh, was ist das? Dear below customer, please contact when you have problems. Okay. Ist das nicht schön? Das ist wirklich mal was Schönes. Das hat Klasse, das hat Stil. So. Dann haben wir hier so Styropor, wo das Ding drin war. Pappe. Also ich muss sagen, für ein Made-in-China-Produkt ist das wirklich mal eine hochwertige Verpackung. Wir haben ein Stromkabel. Dann haben wir hier irgendwelche Glasdüsen. Und ein Gummibeutel. Einen Gummibeutel, der sehr nach China riecht. Also, Stromkabel, Mundputz, Glasspritzen, eine Bedienungsanleitung, die ich nicht durchlese, weil ich immer noch krank bin. Und ja. Gucken wir uns aber das Gerät an. Wir haben Plastik, Plastik. Strom. Okay, das kann man machen. Was zur Hölle? Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Okay, es wird dann auf jeden Fall so eine Düse da oben dran gesteckt. Damit packt man einfach mal eine aus. Das funktioniert ja gut. Ich will es jetzt hier auch nicht kaputt machen. So, und dann macht man. Okay, hier unten zieht das Wasser an. Also hier müsste man Wasser reinmachen, dann macht man das so drauf und dann macht man so und dann kann man sich die Zähne putzen. Oh Gott, das hört sich gefährlich an. An sich stabil und wertig verarbeitet. Erstaunlich gut für ein China-Produkt, muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Und ja. Alles abgedichtet mit Gummi hier unten. Finde ich ziemlich gut. Also wenn ihr ein Zahnproblem habt, ich kann euch diesen Reinigungsetwas nur empfehlen. Ja, ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Und dann sage ich mal Tschüssi und bis zum nächsten Mal. See ya. Und das Video hinter uns ist auch mittlerweile fertig.